Dann connectiere ich mal. Und the spectators. Bin jetzt connectiert. Und wer musst du zugucken? Trans. Ja, ich auch. Immer dem, der am meisten gekillt hat, wenn man joint. Glaube ich. Du musst Television zugucken. Aber ja, du hast recht. Ja, dann kannst du ja noch ein bisschen Television gucken. Und ein bisschen Musik hören. Oh Gott, ich hab aus Versehen. Wenn ich Caps Lock aus Versehen anmache, dann ist bei mir vorbei. Und ich hab gehört, Trans bannet jetzt das Spiel gleich, oder was? Wo hast du das denn gehört? Die Kartoffel ist doch da, die tötet den jetzt. Vor allem, so wie sich das anhört, da. Ja, auf jeden Fall. Mensch, du bist aber auch in Panik. Ja, bin ich echt. Ist immer noch in der Mitte. Oh, wow, das hat gut. Ich, das hat ihn erwischt. Hab ich doch gesagt. Oh, ich lagge. Aber auch. Ich weiß auch nicht warum, das ist Sieg auch nicht an meinem PC oder so, der ist gut genug für T-Birds schon, aber ich lag irgendwie dauernd nur bei T-Birds. Oder mein Internet ist wirklich zu der Zeit einfach nur so gefickt. Television ist ein komischer Camper hier, aber naja. Jetzt bewegt mal noch. Ich werd nervös, wenn ich weiß, dass mir Leute zugucken. Ich hab da so ein psychisches Problem. Ach, das ist bei mir ganz ähnlich. Zumindest wenn Leute direkt neben mir stehen. Da fühlt so wie ich gerade. Dreh dich um. Oh Gott, er ist tot. Hallo. Oh, Alter, ich läge voll. Ach nee, den kenne ich. Hm? Mit dem habe ja. Ich eben noch geraced. Der Lagshot, ach, sorry. Hab ich mich erstmal selber umgebracht. Ich hab nur einen Kill. Oder einen Frag. Einen Punkt hab ich nur. Bring doch mal einer Xarek rum. Ah, oh, Mist. Ich mache überhaupt gar keine Kills gerade. Oh, man wird von allen Seiten angegriffen, da hat man ja. Oh, hat sich selber umgebracht. Mit Absicht. Oh Mann, ey. Ich hab keine Sorge. Ja, bring ihn um. Töte ihn. Los. Wer wen? Oh. Ja, genau den. Aber andersrum. Ich wollte den Camo umbringen, aber ich wurde von Water vorher umgebracht. Was? Titan? Nein. Shit-talking? Zum Glück ist ein Admin drin, wa? Wer ist denn drin? Keine Ahnung. Admin Force Mode jedenfalls. Oh Gott, ja, wer ist denn hier nochmal Admin gewesen? Ja, ich gucke gerade. Der Puzzle, ne? Gucken. Kann das sein? Ich kenne mich in der Community nicht aus. Aber deine Stimme kommt mir bekannt vor. Ich meine der Puzzle. Ja. Meine? Ja. Okay, aber ich glaube, wir haben noch nicht miteinander gesprochen. Nein, haben wir auch noch. Trotzdem kann man das schon so lange spiele. Aber in letzter Zeit spiele ich vor allem mehr so CTF als Z-Catch. Hab ich noch nie gesehen. Glaube ich. Ich habe auch manchmal so lustige Faker-Namen. Also nicht. Zum Beispiel? Also nicht Faker-Namen, sondern Fake-Namen. Ich habe einen Nick, der heißt einfach nur Punkt D. Hast du mich schon mal gesehen? Nachtschatten? Ich glaube ja. Ich meine, das ist ja ein Name, der. Das fällt so ein bisschen auf. Also ich glaube. Habe ich schon mal gesehen. Oh Mann. Camo begrapscht mich. Die Sau. Ja. Oh,
Da habe ich rechts den Nachtschatten gesehen und dann wurde ich von Knuffeln gemacht. Ja, voll gemein. Aber du hast mich ja... Release. Knuffel? Geh weg. Bin ja schon weg. Aha. Ey, och man. Oh. Ob doch alles stirbt da oben, nur der Xarek, der läuft da rum. Na, 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 na. Ja, dadurch bin ich auch gerade verreckt. Oh, hi. Hi. Then Satan, Satan, oh, what the fuck, warum? Ich hab Xarek mal released, ups. Ich hab den auch umgebracht dafür. Dead. Weil ich hab auch mich mir ein bisschen Zeit gelassen mit den Releases. Nein! Die 1 hat mich umgebracht. Der ist besonders gut. Naja, gut, okay. Jetzt. Ja, okay, die 1 kenn ich glaube auch. Der hat mich nochmal umgebracht. Ich weiß gerade gar nicht. Na gut, der hat auch einen Ping von der 1. Ja, okay, 1 hat mich umgebracht, ja. Als ich unten irgendwo abgehangen hab. Der hat irgendwie so leichte Movement-Probleme. Ja, hab ich auch. Nee, du hast Raucherprobleme. Quatsch. Sie macht doch die Zigaretten. Och man. Nein! Wrong Button? Was hast du gemacht? Ich hab mich aus Versehen umgebracht. Beziehungsweise das kam anscheinend ein bisschen verspätet. Oh. Bin voll in deine Granate reingelaufen. Lag. Ja, genau. Oh. Ich treffe den und der stirbt nicht durch knapp. Diesen scheiß Drecksbug und dann bringt der mich um. Was ist denn das für ein Kack? Das war aber knapp. Nicht dein Ernst, ich hab grad so schön Xarek umgebracht. Ich release hier alle, aber ich werde nicht release von Water zum Beispiel. Ich release immer bei jedem verkackten Spiel und werde nie released. Knuffel. Naja, ich meine, ich release zumindest, wenn ich auch released werde. Halt, wenn ich dann merke, dass du sowieso immer release, dann release ich dich auch. Ich hatte gerade so schöne Kills gemacht. Oh, du kleiner Ficker. Oh ja, genau. An der gleichen Stelle hat er mich gespawnt. Ich habe aber auch einfach immer das Gefühl, dass ich spamme. Deswegen release ich die lieber, damit die sich nicht aufregen. Weißt du? Ja, das Gefühl kenne ich, aber im Moment geht's bei mir. Oh. Oh, da wurde ich. Doch nicht. Huch. Wie gut war das denn? Kamo und ich haben uns gegenseitig umgebracht. Nein, Xaret hat mich. Aber. Ja, hat gleich alle. Naja, das dauert noch ein bisschen. Schon noch ein paar gute dazwischen, glaube ich. Sind doch nur noch 5. Aber Kamo ist von Puzzle umgebracht worden, okay. Ja, Xaret werde ich dann wohl auch nicht mehr releasen, hä? Der Olle.
der ist Titan X. Keine Ahnung. Irgend so ein Spaß. Ich passe überhaupt nicht auf den blöden Chat. Ich meine, ich habe extra. Im normalen T-World-Client hört man ja, glaube ich, nur den Chat, wenn halt man gehighlightet wird. Aber im DD-Net war das voreingestellt, dass man jedes. Also immer einen Sound kriegt. Wenn irgendwas im Chat passiert, das muss ich dann auch erstmal ausmachen, weil sowas stört. BF. Ja. Ich meine. Ja, spielen um. Ich achte nur auf den Stream, wenn, auf den Chat, wenn ich darauf achten will. Wenn jemand was von mir will, dann kann er mich auch highlighten. Ja, sofern ich den Ton anhab. Oh Gott. Little Kitty detected. Jetzt liest mich Zarek auch nicht mehr, die Sau. Hat er dich jemals? Einmal, glaube ich. Ah ja, Zarek, ja. Mir tut es auch leid. Warte. Aber der hört nicht noch zu, oder? Weiß ich nicht. Oh. Jeder kann zuhören, theoretisch. Aber er ist ja auch eher Englisch, oder? Ich glaube aus. Ich habe vergessen, woher der kam. Nee, der kann kein Deutsch. Deutsch. Also, Deutsch. Deutsch kann ich auch nicht. Alter, ich mute den jetzt, der geht mir so auf den Piss. Was ist denn das für ein Kleinkind? Digga, gegen Admins muss man Respekt haben. Ey, Digga! gegen Admins vor allem. Muss man. Wieso? Der guckt aber, wie er Ergan geschrieben hat. E-R-G-E-R-N. Ich glaube, es könnte auch sein, dass das hart getrollt ist, einfach. Oder er ist. Ich glaube, er ist wirklich so dumm. Ich glaube, er ist ein Kiddie. Nicht so sagen. Du hast gerade einen Doppelkill gemacht. Ich wollte eigentlich nur dich releasen, aber jetzt bin ich dazu gezwungen. Scheiße! Oh! Sehr gut. Ah, du wurdest umgebracht. Ach, ich müsste ja eigentlich nur schon seit 35 Minuten im Bett liegen. Ja, du lebst wieder. Ich bin so gefickt. Nein! Kein Mensch hat mich umgeholt. Ja, natürlich. Nein! LOL! Oh, ich war stuck im. Los, Titan X bringt. Achso, er ist. Der gute. Der ist schon tot. Ja. Ist Zarek überhaupt noch ein Game? Ja. Naja, Tatsache. Nein, das bist du! Oh Gott, oh Gott! Ich bin immer noch ich. Ja, ich hatte auch nicht vor, dich zu töten. Das ist nett. Aber er hat vor, mich zu töten, mal was für ein ja, Spaß. Ist Spaß! Mein. Spaß! Ich bringe alle um und dann release ich die, die ich nicht haben will. Ach nein! Ach, danke schön. Ja, ich hab ihn erwischt. Jetzt muss er Noob-Fernsehen gucken. Hast du gerade eine Granate abgekriegt, bist aber nicht gestorben? Hab ich dich gerade in eine Granate reingehuckt und du bist nicht Nein. gestorben? Okay, das sah so komisch Niemals. Aus. Naja, ich meine, das ist ja auch Anti-Spam-Schutz manchmal. Ich hab mal das nicht war released. Der, seid ihr jetzt war stolz? Das war der Xarek-Schutz. Ich hab den gerade umgebracht. Konntest mich gar nicht töten. Die, Xarek, die! Oh, toll.
Wo ist der Grüne? Ich krieg den. Der ist tot. Umgebracht. Der ist schon tot. Ja, ich wollte gerade reinplatzen in die Party. Und dann hab ich ihn schon umgebracht. Und ich hab Xarek umgebracht. Release der jetzt eigentlich oder nicht? Soll ich ihn releasen? Nö. Okay. Ah, scheiße. Du bist gestorben, oder? Ja. Ich hab nur gesehen, dass Xarek wieder drin war und dann... Ja, der Puzzle hat mich umgebracht. Woo! Ich wurde von Dronix getötet. Wie auch immer der ausgesprochen wird. I shot in you. Oh Gott, das hört sich so ekelhaft an irgendwie. Ich weiß nicht, tut mir leid. Your leader shot in you. Mm. Ja, danke. Musst du mal sein, oder? Ja, finde ich auch. Ich hab dich gesehen. Oh. Oh, ja, immer kommen 5000 Leute dazwischen. Ah, da wurde ich umgebracht. Ja, ich hab's gesehen. Der Typ hat mich auch umgebracht. Ah. Nein! Was da passiert? Der Typ kommt immer von hinten, so richtig hinterfotzig an. Der Punkt, Punkt, Komma, Strich. Strich, Unterstrich, Strich. Ja, der Typ hat ja auch Movement-Probleme. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Mondgesicht. Alter, die Lead hat mich wieder luckshottet und kann mich einfach nicht releasen. Was ist das für ein Sack? Ach, die Franzose. Vergiss es, alles gut. Franzose. Je suis pomme de terre. So vom Politischen sind mir die Franzosen relativ sympathisch, wenn es jetzt nur um, wenn man sich jetzt so Europa anguckt, weil die haben den sozialsten und unautoritärsten Staat. Zumindest wenn man den politischen Kompass glauben mag. Und das ist, und ich glaube, die Einschätzung ist auch schon ein bisschen älter. Das heißt, es kann sich auch geändert haben. Ah, diese Sau. Oh Mann. Ich hab keine Lust mehr, ich geh ins Bett, ja. Eine Runde noch, eine Runde noch. Ah, toll, tot. Ich hab gerade aus Versehen. Oh, Xarek hat gecampt, aber wenigstens hat er mich released. Er hat mich auch erwischt und er hat mich released. Okay, dann werde ich ihn jetzt auch releasen. Alter, schon wieder geluckshottet. Können die denn nicht wenigstens dann releasen? Ich finde das so... Das ist so für Pussys. Türen pomme de terre. Türen pomme de terre. Naja, ich meine... Viele haben ja auch so... Vorwärts-Speed-Nades. Und... Da kann ja auch ohne Probleme dann mal einer dazwischen hängen, weil vor allem... Für mich ein Luckshot, ganz ja, einfach. Vor allem... Ja, ah. Vor allem schießen die auch wohin, wo die noch gar nicht wissen, ob da einer ist oder nicht. Ja, keine Ahnung. Eben. Mein Gott, ich lebe. Allerdings wurde ich auch schon mal gekickt, oh. Weil Ich hab mal so einen Luckshot gemacht, aber ich wusste, dass da einer kommt, weil ich ihn gehört habe. Und das haben die mir nicht geglaubt. Das hat mir mal auch einer gesagt. Da wurde ich voll weggefetzt. Und der meinte, ich hab dich gehört. Kam mir zwar komisch vor, aber okay, ich hab's ihn dann mal geglaubt. Weil ich kam aus der hintersten Ecke und er hat schon im Voraus dahin geschossen. Und ich wurde von diesen komischen Dach X getötet. Also bei mir, glaube ich, war das... ich war ganz rechts oder halt relativ weit rechts. So, und dann habe ich halt Granaten gehört. Also habe ich einfach mal so eine Granate blind nach links geschossen und habe ihn dann voll erwischt. Weil, war ja klar, ich meine, wenn da irgendwo Granaten links sind, dann wird da wohl irgendwo einer sein, ne?
Und weil ich ihn dann nicht released habe, dann wurde ich gekickt. Ich glaube, da darf es auch noch gar keinen releasen. Release ist ja auch relativ neu, glaube ich sogar. Das ist ja hier jetzt die neue Zcatch-Version. Vorher waren ja... Keine Ahnung. Es gibt ja noch so eine andere Version, wo man rot anfängt, ne? Keine Ahnung. Mhm. Gehst du? Aber im Prinzip das Gleiche. Mir im Weg. Ja, und da kannst du auch diese Emotes machen, weil hier, also hier, du kannst sie auch machen, aber da verändern sich die Augen nicht. Und bei den roten. Das geht bei den blauen auch, aber das ist wegen dem Server so. Ja, aber das ist. Okay, keine Ahnung. Also ich habe es bis jetzt nur bei den Roten gesehen, dass die Augen nicht da verändern. Nee, das geht auch hier vielleicht nicht auf dem Server speziell, aber das geht bei denen ja auch. Oh, voll wegdeleted. Ich wurde von Vio getötet. Kann den mal jemand umbringen? Ah, ich bin gerade tot, tut mir leid. Wenn ich ihn sehe. Oh, ich lebe. Oh, ich glaube, ich habe ihn gesehen. War der Grüne, den ich gerade umgebracht habe. Dich habe ich released. Ja. Ich bin in den Nate reingesprungen. Ja, das machst du doch gerne. Ja, tötet Vio, genau. dieser Smiley Face ist nicht so der Beste, hä? Nee. Oh, das war doch auch nur Glück, ey. Scheuert. Ein bisschen Glück muss man auch mal haben, ne? Ja, ist ja auch in Ordnung. Ach, da ist einer grün. Ja. Der hat mich gekillt und zwar wegen dem Lachs. Das ist der mit dem Glück, ja. Oder oh, mit oh Gott, da kam er von oben! oder mit Bot oder mit der sonst Spacken. Irgendwas. Es gibt ja auch. Aber der sprayt auch manchmal ein bisschen so in Richtungen. Es gibt aber auch ein. Ja, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Auf jeden Fall kannst du da fast die ganze Map auf deinem Monitor sehen. Ach so, um zu gucken, wo die sind, ja? Man müsste so eine Minimap haben unten in der Ecke. bisschen gecampt, aber... Der Kill wäre legit gewesen. Aber da ist es auch vorbei. Hallo. Oh, da sind wir uns gerade alle aneinander vorbeigekommen, ja. Ich hab nur den Nachtschatten gesehen. Hi. Oh Gott, ich bin an dir. Ich glaube, ich bin links an dir vorbeigegangen, als du hier die Wand rechts hochgenadet bist. Oh Gott. Kommt rein. Oh Gott, geh weg. Oh, Entschuldigung. Ja, Xarik war wohl die ganze Zeit drinne. Tut mir leid, ich hab zu spät gesehen, dass du es warst. Ach, kein Ding. Tja, Xarik. Hat sich gerade über meinen Chat hier verabschiedet. Nur so, Lauschangriff. Ach, du schon wieder. Mein Gott, du bist aber auch überall. Ja, ich hab so ganz viele kleine Klone hier überall. Ja, ich seh's. Überall Nachtschatten. Good night, Xarik. Good night. Bye bye. Oh nein, voll reingelaufen. Duck the fuck. Tötet ihn. Naja, ich. Ja, ich glaube, Vio. Vio sieht sehr bottig manchmal aus, habe ich so das Gefühl. Oder hat einfach nur extrem gute Reaktionszeit.
Vio. Ich bin gerade gestorben. Ja, wir sind gerade alle ineinander gerauscht und explodiert. Das war sehr lustig. Ah nein, hat er mich erwischt? Ah Gott. Das war so. Movement ist schon mal nicht schlecht. Ich glaube, der hat auch gute Reaktion. Obwohl. Der ist doch jung. Ich soll halt wie du, genau. Ja. Irgendwann lassen die Reaktionen nach. Bist du alt wie mein Bruder? Also mein ältester Bruder. Hast vielleicht mehrere davon? Zwei. Du hast mein vollstes Mitleid. Nein. Mein Bruder ist älter als sie. Meine auch. Mein Bruder ist älter als wir alle. What the hell? Ach, warst du das gerade? Ja, du bist da gerade an mir vorbeigezischt. Ja, wie eine Rakete. Was ist das denn? Ich weiß es auch nicht, aber er hat mich getötet. Ich hab dich gehuckt, weil ich wollte dich bei mir behalten, aber... Ja, toll. Du bist also schuld. Kann mal einer das Wasser umbringen? Ja. Das Wasser hat mich auch getötet. Ich weiß, ich versuche ihn gerade zu kriegen, aber er weicht aus. Links, oben, rechts. Rechts. Ach, ganz rechts unten. Rechts unten und schreibt. Das ist der perfekte Moment, um ihn wegzuficken. Ich hab mal den Puzzle umgebracht. Jetzt geht doch unten in die Ecke, ihr blöden Ficker. Wo ist er denn? Mein und Gott, da hat er gerade so schön Erfahrung wieder hoch, gesagt. Ja, genau. Ja, perfekt. Du bist geil. So, jetzt töte ich dich. Du bist geil. Genau, jetzt tötest du mich dafür. Ach, das wollte ich doch machen. Ihn geil machen oder ihn töten? Nein, geil bin ich. Moment, was? Ja, töte ihn. Bring ihn um. Los. Mach ihn platt. Da oben links. Jetzt kommt er wieder in die Mitte. Das ist doch nicht wahr jetzt. Vor allem, du wurdest von ihm umgebracht. Den hab ich umgebracht vorher. Das ist doch jetzt nicht wahr. Naja, ich gehe jetzt. Bevor es hier noch eskaliert. Will eigentlich gar nicht gehen. Müssen würde ich ja weiter, Verstehe ich. Muss den Avax umbringen. Ja, bitte. Ich bin raus, so. Ach, du bist raus? Ja. So ein Mist. Achso, ja, du musst den umbringen. Ja, ja. Ich hab mich unter Druck gesetzt. Siehste, sowas passiert. Aber jetzt leben wieder ein paar mehr. Mit dem Schlafen kommt mir bekannt vor. Und dann war es irgendwann. Keine Ahnung, 4 Uhr. Wie spät ist es denn gerade? Ich glaube, wir haben kurz vor 11. Ach Gott. Ah, das geht ja noch. Glaube ich. Warte mal. Ah. Oh, ach hi. Nein! Sorry. Warum machst du das denn? War doch schon hellblau. Dieses scheiß Gesicht, ne? Ich weiß, warum ich nicht... Er ist vor allem auch nicht wirklich gut. Oder nein. Ich weiß, warum ich mich nicht einloggen konnte mit Nachtschatten, also... bei Twitch, weil der Name schon längst vergeben war. Jetzt weiß ich, warum ich diesen scheiß Namen genommen habe. Just Sayani. Sayan. Heißt es wahrscheinlich. Sayani. Wie auch immer. Wie nenne ich mich denn jetzt? Hat auch einen witzigen Skin. Den habe ich Name ist auch gesehen. Was denn? Just Sayani? Ja. Interessanter Skin.
Ich sehe die nicht. Nicht? Ne. Bei mir sind alle ganz langweilig. Nicht mal Kartoffeltier ist mehr frei. Also gibt es... Sind bei neuen DDNet Client-Versionen irgendwie neue Skins dazugekommen, die du nicht siehst, oder was? Nee, von dem DDNet, die kann ich sehen, aber es gibt so ein paar, die... Ja, ich meine, ich habe jetzt auch keine extra... Skins oder so. Ich habe mir nur den Client runtergeladen und ich sehe den Skin. Okay, da muss ich mal drauf achten. Im Moment nur grün und blau und... Ja, töte den Moss. Läuft da unten rein, jetzt kommt er rechts gleich raus. Ja, perfekt. Ich hab da mal machen so wir jetzt immer gemacht. So. Willst du mich jetzt verarschen? Hallo. Ja. Also machst du gerade einen Twitch-Account oder was? Ja, meinen zweiten rein theoretisch. Achso. Aber ich kann mich nicht. Oh, oh, Entschuldigung. Oh, ja, ich gehe ja schon. Oh, ah, oh, oh! Ich gehe ja schon. Binden. Ach, meine Güte. Mein Movement ist manchmal echt letzten. So hakelig. Kommst du in die Mitte? Oh ja. Hä? Warum dauert denn das so lange? Da, ich seh's. Wer? Achso, willst du mich umarmen? Ach Mann. Ich wollte dich wenigstens vorher einmal hooken. Und dann hat's entschuldige. Tut mir leid. Aber das war schon ein großes Vertrauensspiel gerade. Oh nein! Alter. Oh, lecker. Was war das? Ich krieg gleich einen Ausraster. Wollte auch einmal den Grünen umbringen. Darf ich nicht wissen, dass du einfach da stehen bleibst. Ich hab doch extra gefragt, ob du mich umarmen willst. Ja, das war zu spät. Da hatte ich schon gedrückt. Beim nächsten Mal. Ja. Ich arbeite dran. So, ich wäre dann wieder soweit. Oh. Musst du nur noch grün werden. Kartoffelge hat mich. Kartoffelgetier. Ja, das bin ich. Kartoffelgetier. Okay. Ja, ich wollte Kartoffeltier war verkehrt. Okay, da werden irgendwie nur die acht. Die ersten Zeichen oder so angezeigt. Bei mir tatsächlich. Also ich meine, wenn. Oh, sorry. Oh nein! Das war. Sorry. Die Rache für gerade, ja, ist okay. Verstehe aber irgendwie ich. Passiert bei mir gerade nichts, Mann. Also wenn mich jemand nicht. Folgt, dann wird das halt in dem Stream angezeigt, aber da sind offensichtlich nur irgendwie die ersten 8 Zeichen. Was ein bisschen dumm ist. Aber ich sehe gerade gar nichts, bei mir ist einfach gerade nur so ein Blackscreen. Bei mir? Im Stream? Bei mir. Ja, generell halt gerade. Ich weiß nicht, ob es bei mir oder bei dir ist. Ob es bei mir oder dir liegt. Ich hab so ein Altersfilter drin. Hast du in deinem Twitch-Profil eingetragen, wie alt du bist? Und vielleicht ist das nicht alt genug? Für T-World? Nee, ich glaube auch. Nee, ich hab das in meinem Stream eingetragen, einfach damit ich sagen kann, was ich will. Weil meine Freunde sind manchmal auch sehr politisch unkorrekt. Meine Freunde, achso. Genau.
Ah, tötet mich alle. Ja, also, Ja, tötet mich. Kannst ruhig nochmal, warte, ich spawne links, in der Mitte. Oh, das ist jetzt voll behindert. Hat Dio seinen Skin geändert? Keine Ahnung. Ach, scheiß drauf, ich geh jetzt, ich muss echt. Ja, gute Nacht, geh doch halt. Jetzt geh doch schlafen, Mensch. Mensch, jetzt geh doch. Nachher ist wieder 4 Uhr. Och Mensch, 4 Uhr, nee, ich glaube, dann bin ich doppelt tot, weil meine Mutter mich dann spätestens umbringt. Merkt, dass ich wach, ja. Ja, umbringt. Hat dich Vio auch umgebracht? Moment, nochmal kurz wegen Vertretung gucken, damit ich ganz genau weiß. Nein, ich spiele mit dem anderen, mit dem blauen. Okay. Wie heißt der? Grdmino? Keine Ahnung, ich bin immer gegen den grünen. Nur weil er grün ist. Krebs wieder. Ja, komm, du bring ihn jetzt du um. Rassist. Was? Ach, als denn? Grüner hat man's nicht leicht. Ja, und ach, Leute, verdammt, die grün nicht mögen, sind Rassisten. Rassisten? Ja. Witzig, witzig. Ja, ich weiß, ich bin sehr witzig. Sind wir die Einzigen? Nein. Aber Moss ist auch nicht gerade so der Beste. Der macht hier nur fiese Matenten. GG, okay, würde ich sagen. Naja, jetzt dann. Jetzt bin ich für den Grünen. Gute Nacht. Gute Nacht. Nacht. User disconnected. Warum bist du jetzt für den Grünen? Ja, weil ich den jetzt sehe. Achso, du bist für ihn, weil du ihn siehst. Das hat er voll abgeblockt. Yeah. Oh. Er ist gestorben. Das wollte ich doch machen, Manu. Ich glaube, du bist tot, oder? Nein. Du bist nicht tot. Noch nicht. Naja, ich dachte, weil den ich folge, der hat gerade so eine Granate irgendwo hin in deine Richtung geschossen. Ja, ja, die haben alle in meine Richtung geschossen. Aber du bist noch am Leben, yeah. Hat mich unsichtbar gemacht. Jetzt ist 11 Uhr. Sagt zumindest die Rathausuhr. Das ist voll ätzend. Meine Güte, ich man hier zockt, weiß man Stunden. Immer, wie viel Uhr es ist. Naja, aber immerhin. Manchmal ist das ja auch gut. Ich wollte gerade sagen, manchmal ist das echt nicht schlecht. Ich müsste auch ins Bett. Echt? Klar, ich muss morgen wieder Drittklässler nerven. Ich muss dafür fit sein, sonst gehen die mir auf den Geist und dann gibt's Stress. Muss Autorität beweisen. Und das geht nicht. Das muss ich nicht. Nein, nein. Nicht. Im Moment machen wir Kuschelpädagogik. Ah, okay. Ja, aber es ist halt eine neue Klasse, ne? Stimmt. Überhaupt meine erste Klasse. Meine erste eigene Klasse. Und ich habe letzte Woche Dienstag angefangen an der Schule. Und daher ist im Moment noch so ein bisschen Schonfrist. So gehört sich das. Aber wir haben schon 3 Lernsekundrollen geschrieben. Na denn? Ja, kann ich nichts für. Die waren halt geplant, die mussten halt geschrieben werden. Macht sicher Sinn. Irgendwie. Weiß ich nicht. Halte grundsätzlich nicht viel von Noten. Macht sicher Sinn, da so weiß ich, wo die Kinder stehen, aber so von den Noten her und so ist das eigentlich wurscht. Ja, ich meine, also diese Einteilung in unterschiedliche Kurse macht ja auch irgendwie Sinn, damit halt die besser sind, dementsprechend den fördernden Stoff haben und die nicht so gut aber sind. Aber das halt muss eigentlich nicht sein, weil du kannst den Unterricht immer so anlegen, dass die Schwachen von den Starken profitieren und die Starken sozusagen von den Schwachen profitieren, indem sie nämlich denen zum Beispiel irgendwas erklären, was beibringen. Dadurch lernen die Starken nämlich auch noch. Ja, das stimmt. Als ich in der 13. Klasse, ich hatte ein Jahr Spanisch. Ein einziges Jahr. Und cool, ich hatte 2 in der 11 und in der 12. Ja, schon am 13. quasi. Und
Musstest du machen, oder? Ja, es sei denn, also ich... Ich hätte es... Hast du keine zweite Fremdsprache gelernt? Genau, also ich hab für... Ich hab mich gegen Französisch und gegen Latein entschieden. Genau, also ich hatte irgendwie zwei Jahre... ich hatte zwei Jahre Französisch. Naja. Aber ich hab's dann abgewählt in der Realschule. Ah. Und was machst du jetzt? Was studierst du? Informatik. Ist ja eklig. Nee, das ist voll meins eigentlich. Ganz viel Mathe und so. Bah. Ja, und was wollte ich sagen? Genau, und also ich find's auch nicht so schlimm, dass ich jetzt dann nochmal extra Spanisch machen musste, weil war irgendwie auch ganz cool. Spanisch ist eigentlich eine schöne Sprache. Ja. Und wird ja auch relativ häufig gesprochen, also macht auch Sinn. Ja, du kannst hier viel von ableiten. Ja, genau, vor allem, weil ja die lateinbasierten Sprachen, die haben schon einiges gemeinsam. War vor 2 Jahren, habe ich an der Schule unterrichtet, an der bilingualen Schule Deutsch-Italienisch. Hm. Okay. Und da war es sehr hilfreich, dass ich mal Spanisch hatte, weil ich die italienischen Kinder halt auch verstehen konnte. Klar, okay. nicht immer alles, aber halt eben so zum größten Teil. Das war schon echt cool. Und Italienisch ist eigentlich auch echt eine schöne Sprache. Bupidi-bipo. Der rassistische Witz von Family Guy. Wo er bei einem, ich glaube bei einem italienischen Wurstverkäufer oder so ist. Und er hat sich so ein Oberlippenbart irgendwie wachsen lassen und hat dann denkt deswegen, dass er jetzt Italienisch kann. Genau. Ja. Und dann ist er dazu irgendwie, lass mich das machen. Und dann hat er so piepidi piep whoopi. Und hat dann so gesagt, weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast. Ne, gesehen nicht, aber kannst du mir vorstellen. Hi. War, es ist relativ witzig. Noch drin? Ja. Bin noch drin. Ah ja, ich seh dich. Du musst den Bio töten. Bringt alle um. Danke. Oh, da hab ich ihn erwischt. War ja nicht schwer, waren ja nur noch 2 da. Oh, Entschuldigung. Auch sorry. Spät gesehen. Ganz unauffällig, was ich eigentlich sagen wollte lang. Ist, unser Spanischlehrer hat nämlich auch halt solche halt Strategien quasi gab, dass wir sozusagen uns das gegenseitig die Sachen erklären. Ja, so unten irgendwo. Grammatikalische Regeln und so. Da ist er. Den, genau. Ha, ich hab ihn erwischt. Hallo, wir sind die Einzigen. Ja, es sind nicht mehr so viele drin, oder? Nee. So, das ist immer doof. Bei diesem Z-Catch. Da muss schon wenigstens so ein bisschen gefüllt sein. Manchmal ist auch zu viel los, aber das ist auch schon ein bisschen komisch, wenn da nicht so genug da sind. Na gut, es gibt bestimmt noch einen Server, wo mehr sind. Wobei, nein, gibt's nicht. Ah, da hat er mich ja. Achso, too few players to end round. Okay. Boah, habe ihn getötet. Oh, krass. Wird immer meine Stunde dann. Wenn nicht mehr ganz so viele da sind. Viel übersichtlicher. Machst du das? Was bist du? Boah, das war knapp. Hi. Hi. Wo ist denn der andere Typ? Der läuft die ganze Zeit so durch die Gegend. Da ist er, ich seh ihn. Wieder nach rechts gelaufen, da ist er. Ach, verdammt. Oh, er hat mich umgebracht. Ich dachte, der wäre gar nicht so gut, weil der hatte überhaupt gar keine Kills. Der ist gerade erst reingekommen. Ja. Also, keine Ahnung, mein Spanischlehrer war sowieso so ein Typ, der
Der hat auch halt sehr viel davon gehalten, dass wir am besten aktiv unseren und unser Gedächtnis austricksen, um Sachen zu lernen. Sowas hat er uns 2 Stunden lang erzählt. Man muss einfach nur glauben, dass man es kann. Und dann kriegt man das schon hin. Und sowas. Also man muss einfach aus dem... Er hat uns also so Storys erzählt, von wegen, dass halt, wenn du irgendwie... Wenn Leute irgendwie was am Knie hatten, dann haben die da irgendwelche Operationen gemacht, aber eigentlich in der Operation gar nichts quasi gemacht. So, ne? So denen nur glauben lassen, dass jetzt halt alles besser sein werden soll. Und aus der Erwartungshaltung heraus ist dann bei denen auch sind die Schmerzen weggegangen oder sowas, weißt du? Keine Ahnung, ob das tatsächlich so war. Halt, ich meine, wie sagt man, wie heißt das Wort mit P? Placebo. Genau, der Placebo-Effekt ist ja nachmessbar quasi tatsächlich, ne? Ey, den wollte ich umbringen. Ja, aber ich bin nicht besonders gut darin, mein eigenes Gehirn auszutricksen. Was ist hier los? Alle am selben Fleck oder was? So, ich wollte mich verstecken, aber ich wurde trotzdem erwischt. Von MLG Swagkill. Naja, der ist voll doof. Mag den nicht. Hast du den schon häufiger gesehen? Oder was? Ja. Ja, der spammt auch ziemlich. Ja, genau. Der ist voll nervig. Und da ist er auch schon wieder raus. Der Trollo. Ja. Oh. Yuri wieder umgebracht. Oh nein, wir sind beide raus. Das geht nicht. Oh no. Wer ist bei dir? Asus HD oder Devil oder was? Nee, der Asus. Yuri hat sich selbst umgebracht. Unabsichtlich. Boah! Da habe ich aber noch ein paar mitgerissen. Nur leider habe ich Asus HD. Das war aber auch jetzt gerade so ein Random Shot. Mir hat's gerade geleckt. Was war das denn? Ernsthaft? Ist da Boah. Der Avax macht aber auch ganz schön viele Random Shots. Machen die alle? Voll hart nervig, ey. Das war eine interessante Aktion von Tar. Das sah auf jeden Fall cool aus. So langsam reicht's aber auch, glaube ich. Ach was. Was war das denn? Hat er dich nicht erwischt? Das sah so aus, als hätte er dich erwischt. Ja, aber ich hab den mit der Rocket weggebamst. Verdammt. Hier soll mal abstürzen. Mein Movement ist besonders gut gerade. Was war das denn?
Wer schießt denn da von oben einfach runter? Hoppala. Vor allem, wer ist Vio und wer ist Tar? Vor allem hat der eine mich gerade Hasi genannt. Oder sie, weiß ich nicht. Ohne Spaß, ich habe bei Vio so ein bisschen das Gefühl, der bottet oder so. Weil immer wenn der mir irgendwie in meinen Screen reinkommt, schießt der automatisch, schießt der immer sofort in meine Richtung. Oh, kann ja sein. Naja. Oh, sorry. Alles cool. Schon wieder erwischt. Der AVAX. Puff. Beim Vio. Ach, keine Ahnung. Ich weiß jetzt gerade nicht, habe ich gerade Vio gesagt? Ich glaube, ich meinte den AVAX. Ich bin so schlecht, manchmal. Auch. Ja, ich habe dich tatsächlich auch noch nie so als Spieler gesehen, der so noch übrig ist am Ende. Also außer wenn wir jetzt zu zweit waren. Ja, toll. Aber auch erst zwei Games oder so gewonnen. Das war so ungefähr die Spielerzahl, die wir jetzt auch haben. Ja, also gewonnen habe ich auch schon mal, aber das war auch sehr selten. Richtig. Oh nein, doch nicht. Toll, voll reingerannt, ey. Ja, was zu gierig. Ja, ich hab's gemerkt. Meh. Damit leben, dass ich ein Arsch bin. Jetzt wurde ich gekillt. Du bist auch gekillt. Ohne Spaß, dieser AVAX, ne? Ich hab den der Black Ding, der kommt mir auch bekannt vor. Ah, scheiße. Was geht mit dem Tar? Keine Ahnung, der campt hier in der Mitte rum. Okay, ja. das sah nicht gebottet aus gerade. Aber manchmal haut er echt so. Ja, manche Spieler haben auch einfach Glück. Der AVAX, der geht voll ab, ey. Ach, Klopapier ist wieder im Spiel. Kenn ich nicht. Ich auch nicht, aber ich finde den Namen lustig. War mal gesehen jetzt hier.
Hast du meinen Hook noch gespürt? Nein. Boah, verdammt. Oh. Ja, töte ihn. Sehr gut. Egal, Hauptsache tot. Oh Gott. Voll. Ja, ich hab ihn geblockt und dafür hatte dann Tar genug Zeit, ihn umzubringen. Ah. Okay, was? Du. Black, das spielt glaube ich auch relativ häufig. Keine Ahnung. Den habe ich schon mal gesehen. Ich kenne nur Black Star. Also Black mit dem Q noch drin. Ja, ja. Also glaube ich zumindest, dass ich den schon mal gesehen habe. Oh. Mich umgehauen. Aber er hat mich released, weil ich ihn auch released habe. Ja, der einzige, der nicht released, ist der Tar. Und dann habe ich bis jetzt immer released. Ich meine, es macht ja auch Sinn bei so wenig Spielern. Ist ja sowieso wurscht. Naja, ich habe jetzt auch die wenigsten released. Tatsächlich. Aber ich. Na gut, du hast mich ja auch nicht so oft umgebracht. Ja. Gut, dann fange ich auch jetzt an zu releasen. Ich wusste jetzt nicht, dass das. Ja, ich meine, wir sind ja. Ja, oder mehr so viele. Nein, der Tar macht das nicht. Der Tar macht so nicht. Aber Black wird ihn jetzt umbringen. Genau. Oder der Avax. Ah, der Avax dich. Naja, der Avax hätte noch Chance gehabt, wenn der Black auch umgebracht worden wäre. Wurde er aber nicht. Oh. War doch auch nur Glück. Alle haben Glück, nur ich nicht. Da kommt auch noch Pech dazu. Ja. Yeah. Aha. In dem Spiel mit den meisten Frags gerade. Mit den meisten Punkten. Du bringst einfach zu viele Leute um. Hat mich der Klopapier umgebracht. Ja, keine Ahnung, manchmal kriegt man ja auch auf einem Schlag sehr viele Punkte, wenn man jemanden umbringt, der viele Punkte umgebracht hat. Mm. Catch. Players, you catch. Join again when you die. Catch everyone to win. Boop. Bla bla bla. T-Worlds, Buddy. Hi. Hast du als Servergruppe? Nee, hab ich. Was? Wollte grad sagen. Ja, ich habe zwei Bildschirme dran und auf dem ersten läuft halt T-Worlds und auf dem zweiten habe ich den Stream Teamspeak und habe gerade nur mal in Teamspeak reingeguckt, weil ich nichts anderes zu tun hatte. Sehr langweilig. Wo hast du denn nichts anderes zu tun? War ich tot, Mann. Oh, ich glaube, ich bin released. Wurde umgebracht. Avax? Naja. Keine Ahnung, es ist jetzt auch langsam genug, glaube ich. Gut, eine Runde mache ich noch. Vielleicht.
Na, jetzt bin ich tot, aber ich spawne sofort wieder, weil ich mich selber umgebracht habe. Na toll. MLG Swag Kill ist wieder dabei. Was? Ja, ich gehe, glaube ich, mal raus.